Moin Leute, der Marc hier. Heute möchte ich über das Thema LKW was jetzt reden. Es geht um das Thema, was es sonst noch so alles gibt, wenn man sich aus Versehen ein Wohnmobil mit LKW-Zulassung gekauft hat. Ja, LKW-Zulassung, ne? Mensch, ja, Zuladung und sowas, da haben wir uns alle viel Gedanken drüber gemacht und haben dann irgendwann, boah, ich muss das Zeug mal ausmachen, Moment. So, wir kennen alle das Thema, wir sind Wohnmobilkäufer, wir fahren entweder ein Wohnmobil mit den angeblichen maximal 3,5 Tonnen Leergewicht und jetzt möchte ich die Diskussion hier nicht führen, dass die EU ja irgendwas plant, die EU plant viel. Ich persönlich bin irgendwie da so hin und her gerissen, ob das jetzt dann irgendwie bald passieren wird. Ich hoffe es ja auch, ne? Aber so ist. Aber kommen wir kurz nochmal. Also so 3,5 Tonnen ist der Klassiker, nachdem ein PKW in Deutschland noch ein PKW ist und auch so behandelt wird. Und über 3,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht, da ist das schon ein LKW. Das Ding, das man früher mal Leicht-LKW nannte, also die Dinger, die zwischen 3,5 Tonnen und 7,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht haben. So, die Diskussion, dass man dafür einen anderen Führerschein braucht, die haben wir alle schon mal geführt. Wir alten Leute dürfen ja bis 7,5 Tonnen noch fahren. Die jungen Menschen dürfen es nicht. Und ganz oft gibt es, glaube ich, so Konstellationen wie bei uns im Haus. Ich darf das Wohnmobil fahren und die Frau darf es nicht. So, jedenfalls nicht mit ihrem jetzigen Führerschein. Zum Wohnmobil selber. Ich habe ein Fahrzeug auf Basis Citroën Jumper. Ein 4,1 Tonnen bzw. 4050 Kilogramm maximales zulässiges Gesamtgewicht hat das Fahrzeug und ist damit 550 Kilogramm über dem 3,5 Tonnen Siegel. So, und damit ist es nach europäischem und deutschem Zulassungsgedönse ein LKW, ein Lastkraftwagen. So, und der ist auch als solcher zu bewegen. Das Thema, wie gesagt, Führerschein haben wir alle schon mal besprochen. Ich weiß auch, dass die EU da etwas plant. Angeblich ist es so, dass die Führerscheinklassen noch dieses Jahr überarbeitet werden und ein Führerschein aus dem 3,5 Tonnen Limit ein 4,25 Tonnen Limit wird. Das kann sicherlich kommen. Das kann so sein, dass die EU das vorschlagen wird und dass die Länder das dann übernehmen müssen wahrscheinlich. Ist ja eine EU eine einheitliche Regelung. Das Thema ist nur, da hängt ja wahnsinnig viel dran. Also das ist ja jetzt nicht nur dadurch getan, dass man jetzt, dass die EU sagt, in die Hände klatscht und sagt, so, ab jetzt wird aus 3,5 4,25. Ich glaube nicht, dass Brücken, die heute bis 3,5 Tonnen zugelassen sind, plötzlich 4,25 Tonnen halten, bloß weil die EU ein Gesetz geändert hat. Das wird wahrscheinlich nicht passieren. Das heißt, da muss sich was ändern und es gibt, glaube ich, Millionen von Schildern da draußen, die sagen bis 3,5 Tonnen und dann ist halt immer die Frage, was ist damit gemeint? So eine Durchfahrtsbeschränkung bis 3,5 Tonnen, die kann am Gewicht hängen. Es kann auch einfach sagen, dass die sein, dass die sagen, LKWs müssten draußen bleiben. Da dürften dann 4,25 Tonnen ja vielleicht wieder rein. Da bräuchte man dann ein neues Schild. So. Und da hängt natürlich noch viel mehr dran. Das gesamte Mautsystem in Europa zielt auf Fahrzeuge über 3,5 Tonnen. Da ist also auch wahnsinnig viel zu tun. Außer in Frankreich, ne? Da geht es ja nur, ne? Wenn man den größten hat und so. Also ihr seht, das Thema möchte ich heute gar nicht anschneiden. Ich habe nur irgendwie so ein bisschen die Befürchtung, dass sich das, dass das zwar wahrscheinlich passieren wird. Die Frage, die sich mir stellt, ist, passiert das allgemein oder passiert das nur für elektrisch oder alternativ angetriebene Fahrzeuge? Ne, das ist ja auch noch so ein Thema. Also das, auch das steht noch in der Luft. Da möchte ich aber in diesem Video gar nicht drüber sprechen. Mir geht es darum, dass da ja noch eine ganze Menge mehr passiert, wenn du dir ein LKW zugelegt hast, versehentlich quasi. Ich möchte auch jetzt nicht über Maut reden. Das Thema Maut haben wir auch alle gelernt. Das ist ja auch der große europäische Wahnsinn. Jedes Land macht seinen eigenen Maut-Irrsinn. In Deutschland ist das ja alles noch easy.
Dann gibt es die unterschiedlichen Höchstgeschwindigkeiten. Je nachdem, in welchem Land du unterwegs bist, mal darfst du nur 80 fahren, mal darfst du 100 fahren mit einem Leicht-LKW, also zwischen 3,5 und 7,5 Tonnen. Mal gilt LKW-Überholverbot und mal gilt es nicht. Und dann gibt es tatsächlich sogar in Deutschland, habe ich schon oft gesehen, LKW-Überholverbot, wo dann steht, Wohnmobile dürfen überholen. Also es gibt nichts, was es nicht gibt. Sondern was da, glaube ich, ganz hilfreich ist, da gibt es so ein Dokument vom ADAC, wo zumindest mal die ganzen Geschwindigkeiten drinstehen, die du fahren darfst. Also in welchem Land darfst du welche Geschwindigkeit fahren. Das Ding habe ich immer im Auto und da kann man dann immer mal nachschauen, warum es gerade so einen hübschen blauen Blitz gegeben hat und was da eigentlich passiert ist. So, das sind diese ganzen Themen, Verwaltung, Führerschein, LKW-Zeugs. Da hat sich ja schon, wie gesagt, einiges verändert, wenn du von einem PKW-basierten, also 3,5 Tonnen Wohnmobil, jetzt plötzlich in diese Klasse kommst, wo du ja ein Leicht-LKW fährst. Das sind jetzt so die einen Themen und das sind die Themen, die erfahrungsgemäß einen immer so beschäftigen, wenn man so ein Fahrzeug gekauft hat und wenn das jetzt gerade neu ist. Es gibt aber einige Themen, die gerne vergessen werden, denn es gibt noch ein bisschen mehr, was man tun muss, wenn man sich einen LKW zugelegt hat. Und es gibt ein paar Regelungen, an die viele Leute gar nicht kennen, zum Beispiel, wenn du ein Wohnmobil hast, das eben über 3,5 Tonnen wiegt. So, und jetzt müssen wir mal über den Sponsor des heutigen Videos reden, das ist nämlich die Firma Pecron. Und die Firma Pecron hat mir die E2000 hier zur Verfügung gestellt für das Video, damit ich euch die mal zeige. Die E2000 ist eine Powerstation für Männer, würde ich mal sagen. Das ist so ein richtig dickes Ding, die wiegt 22 Kilo. Und wie der Name 2000 schon sagt, die hat 2000 Wattstunden Speicherkapazität. 1900 irgendwas, ich muss nachschauen, es sind 1920, um genau zu sein. Und ein Wechselrichter mit 2000 Watt, der kann sogar Peakleistungen bis 4000 Watt hier aus den 230 Volt Steckdosen rausdrücken. So. Display ist dran. Hier sind eine ganze Menge andere Anschlüsse noch. Da ist der klassische Zigarettenanzünder, 12 Volt und natürlich viermal USB, einmal USB-C mit 100 Watt und einmal USB-C mit 15 Watt. Das ist so das eine, wie der Strom rausgeht. Reingehen tut der Strom über auch wieder richtig Power. Dabei ist ein externes Netzteil, extern deshalb, damit das Ding nicht noch größer wird. Und man kann davon zwei Stück anschließen. Die haben jeweils 600 Watt. Das heißt, wenn ich eine Steckdosen habe, also zwei Steckdosen, kann ich mit 1200 Watt laden. Da sind MPPT-Laderegler für Solarpanels drin, die auch bis zu 1200 Watt vertragen, also auch richtig Dampf machen können. So, und für die, die jetzt sagen, ja, alles ganz schön, aber ich brauche mehr Power, für die gibt es noch zwei Erweiterungskästchen, die so ähnlich aussehen wie diese Box hier, ein bisschen kleiner, und die haben dann nochmal jeweils 2000 Wattstunden, sodass man in Summe auf knapp über 8000 Wattstunden Gesamtkapazität kommt. So, das ist eine Powerstation für Männer, würde ich sagen. Weiter geht's im Video. Ja, und unter anderem ist es nämlich so, dass du ein paar Dinge mitführen musst, die man eben im PKW und in einem Wohnmobil bis 3,5 Tonnen nicht mitführen muss. Da habe ich jetzt als erstes mal diese wunderschöne Leuchte hier mit dabei. Das ist eine Warnleuchte. Und zwar, wenn ihr einen LKW fahrt in Deutschland, seid ihr dazu verpflichtet, eine Warnleuchte dabei zu haben, und zwar eine zugelassene Warnleuchte. So, und hier steht nämlich schon drauf, GGVSE... geprüft nach ADR Zone 2. Das ist eine Warnleuchte, die ihr mitführen könnt. In der Regel ist es so, dass natürlich diese Warnleuchten, die am Markt sind und die diese Zulassungen haben, genauso alt sind wie die Zulassungen selber. Und deshalb ist es meines Wissens nach, ich schreibe das gerne in die Kommentare, wenn ihr eine andere Lösung habt, ist diese hier die einzig behördlich zugelassene, ist ja wie bei Huibu, die einzig behördlich zugelassene, das einzig behördlich zugelassene Schlossgespenst im Auto, das blinkt. Und eine solche Lampe müsst ihr dabei haben. Und diese hier ist die einzig zugelassene, die eine LED als Leuchtmittel hat und keine Glühlampe. Ihr erinnert euch, Glühlampe war das, was man vor 10 Jahren mal in solchen Lampen hatte. Da drin befinden sich Batterien, die sind auch irgendwie von damals, aber es sind immerhin Batterien und ja. Also kann man nicht aufladen, das Ding. Ich habe das immer irgendwie so in der Türtasche drin, für den Fall, dass mal was ist. So, bei der Gelegenheit, wenn man sowas schon gekauft hat, stellt man natürlich fest, ne? Also wenn du jetzt liegen bleibst, nachts um 3 am Brenner,
Und dann steigst du aus und stellst dieses Bildchen irgendwo hin. Ich stelle es mal hier wieder so in die Dunkelheit. Wenn du dann so mit dem Porsche von hinten mit 200 Sachen angeballert kommst, dann wäre ich also auch froh, wenn man da noch was anderes hätte. Und deshalb habe ich mir dieses Ding noch dazu gekauft. Das ist so eine Lampe, die hat verschiedene Modi. Einmal kann die einfach Licht machen, so, ne? In verschiedenen Helligkeiten auch. So, und die hat noch so ein oranges Dreieck und das kann auch blinken. Das habe ich mir jetzt mal dazu gekauft. Das würde ich jetzt auf die Straße stellen, wenn ich irgendwo liegen bleibe. Ich bin jetzt mal der Meinung, dass das vermutlich deutlich besser auffällt als das andere Ding. Stell es mal daneben. Ja, da kann man den Unterschied, glaube ich, schon ganz gut erkennen. So, das ist erstmal so das Thema Warnleuchte. Dieses Ding hier kann man gut sehen, hat aber kein Prüfsiegel und ist deshalb nicht zugelassen. Das heißt, ihr dürft das benutzen, selbstverständlich, um euch abzusichern. Aber wenn ihr angehalten werdet, könnt ihr nicht das Ding rausziehen und sagen, haha, Warnleuchte habe ich, da ist nämlich das Prüfzeichen nicht drauf. So, also, das ist schon mal hier Lämpchen Nummer 1. So, mit Lampen ist es aber noch nicht getan. Ihr braucht nämlich noch was. Keile. Ihr braucht Keile, wenn ihr mal an einer Straße steht. So, und das Parken mit einem LKW an einer Straße ist sowieso ein Riesenthema. Das ist eigentlich auch relativ logisch. Also wenn ich so einen 40-Tonnen-Sattelzug irgendwo an der Straße stehen sehe, das ist schon, dass das Ding eine andere Aufmerksamkeitsspanne hat und dass man das irgendwie anders angucken, ist mir völlig klar. Bei Wohnmobilen finde ich immer, ist das vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber es gibt natürlich auch sehr große Wohnmobile, die es dann nicht mehr so weit haben bis zum 40-Tonner-LKW. Die gibt es nur aus meiner Sicht jetzt nicht in der Klasse bis 7,5 Tonnen, aber das ist ein anderes Thema. Das hat ja auch nichts mit der Regel zu tun. Die Regel gibt es, ihr müsst, wenn ihr einen LKW fahrt in Deutschland, zwei von diesen Keilen dabei haben. So, und jetzt kann man natürlich die epische Diskussion führen, ob die Auffahrkeile, die man so im Wohnmobil dabei hat, auch gelten. Ich sag mal so, die Dinger kosten 20 Euro oder sowas. Ich habe die hinten in der Heckgarage festgemacht. Ganz ehrlich, ich würde die Diskussion einfach gar nicht führen wollen mit einem italienischen Polizisten oder einem spanischen oder sowas, weil ich der Sprache auch gar nicht mächtig bin. Und im Zweifel weiß ich jetzt auch gar nicht, ob die in Spanien und Italien überhaupt notwendig sind. In Deutschland braucht man sie auf jeden Fall. Man muss sie zumindest mitführen. So, und mitführen musst du die so lange, wie du dein Wohnwagen, dein Wohnfahrzeug, dein Wohnmobil in der Gegend rumfährst und auf Privatgrundstück abstellst. In dem Moment, und da wird es jetzt echt tricky, in dem Moment, wenn du dein Wohnmobil über Nacht an einer öffentlichen Straße abstellst, und das ist nicht eine Parkbucht, ne? Also quasi, es ist quasi die Straße, also es ist auf der Straße, es steht auf der Straße wie ein PKW, den man eben am Straßenrand parkt. In dem Moment kommen diese Dinger schon mal zum Einsatz, da musst du nämlich dein Fahrzeug zusätzlich zur Fahrzeugbremse mit diesen Dingern gegen Wegrollen sichern. Das heißt, da muss einer davor und einer dahinter. Das musst du machen und du musst noch was machen. Und das wird jetzt richtig spannend. Du musst eine solche Warntafel sowohl vorne als auch hinten an deinem Fahrzeug anbringen. Das ist jetzt wieder so eine, die ist zugelassen nach der passenden Prüfdingsbums. Und jetzt auch wieder aufpassen. Diese Dinger sehen zwar ungefähr so aus wie die Teile, die man sich hinten an den Fahrradträger dran macht, wenn man durch Italien oder Spanien fährt. Das Thema kennt ihr, glaube ich. Da gibt es ja auch zwei verschiedene, einen rechtsrum, einen linksrum. Der eine hat einen Streifen mehr und einen weniger oder sowas. Je nachdem, ob ihr einen italienischen oder einen spanischen Warntafel-Dings habt. Dieses Ding hier braucht auch ein Prüfzeichen, aber eben ein anderes. Also es muss auch wieder ein behördlich zugelassenes Gespenst sein, aber es muss eine andere behördliche Zulassung haben. Da ist dann auch so ein Papierchen mit dabei, aus dem dann halbwegs genau hervorgeht, was man damit eigentlich zu tun hat. Und die Sache ist relativ einfach. Also wenn du... Es gibt das Teil quasi für die rechte und die linke Seite. Ne? Du musst, muss hinten ans Wohnmobil ran. Und da ist es ja noch relativ einfach. Das ist jetzt hier so ein Blechding mit so einem Metallverschluss. Ja, das kann man jetzt hier mit zwei, drei Schrauben einfach festmachen und dann kannst du das aufklappen. Ne?
Und wenn es zugeklappt ist, ja, dann sieht es halt super schick weiß, silber aus. Kann man ja auch eine Folie drüber machen. Das ist das eine. Das Doofe ist aber, also einmal ist das unterschiedlich, das was rechts und, ist und was links ist, sind unterschiedliche. Und zum Zweiten ist es so, du musst so ein Ding eben auch vorne haben. Jetzt ist das so, mein Auto ist ein Jumper, also quasi ein Ducato. Das Ding jetzt hinten an die gerade Wand dran zu machen, ist jetzt nicht so schwer. Du musst aber vorne eben auch eins haben. Also du machst jetzt hinten so ein Ding hin und vorne auch. Und dann vorne und hinten jeweils hier so ein Auffahrkeil dran. Und dann darfst du auch da stehen an der Straße. Alternative wäre, dass dein Fahrzeug beleuchtet ist. Und damit ist nicht gemeint, dass du das Standlicht anmachst und morgens dein Auto nicht mehr ankriegst. Nee, das Fahrzeug muss beleuchtet sein. Vermutlich so wie der Coca-Cola-Truck, schätze ich mal. Jetzt zu dem Ding, wie gesagt, also das muss hinten ran, das ist jetzt gar nicht so schwer. Vorne habe ich damit ein Thema, weil der Ducato oder Jumper, der ist ja vorne so rund und da gibt es aus meiner Sicht jetzt keine Möglichkeit, so ein Ding einfach mal hinzuschrauben. Da wäre ich euch jetzt ganz, ganz dankbar, wer dafür eine Lösung hat, also wer dieses Parkding quasi vorne an seinem Ducato oder Jumper dran hat, der möge mir da bitte mal ein Bild schicken und mir mal zeigen, wie er das gemacht hat. Ich habe es nämlich tatsächlich bisher nicht hinbekommen, deshalb habe ich das Ding auch hier. Ja, ich habe im Moment noch das Glück, dass das Auto beim Nachbarn stehen darf, aber demnächst wohl nicht mehr. Und da wird es dann wahrscheinlich an der Straße stehen und dann bin ich auf diese Dinger angewiesen. Also bitte schreibt doch mal was. Warum ich keinen Stellplatz habe, das kann ich euch sagen. Ich wohne in Bayern und hier kosten Stellplätze für Wohnmobile inzwischen um die 200 Euro im Monat. Ja, das reicht, glaube ich, als Antwort. Ja, das war jetzt dann heute mal ein bisschen ein kürzeres Thema. Rundherum um das, was wir sonst normalerweise mal gerne mal vergessen, wenn wir uns aus Versehen einen LKW gekauft haben. Die Teile, so man sie dann irgendwie online kriegen kann, verlinke ich euch hier in dem Beitrag. Und ich sage jetzt schon mal Dankeschön. Lasst mir bitte ein Like und eine Glocke da. Glöckchen und Abo im Kanal sind immer sehr, sehr hilfreich für den berühmten Algorithmus, wo man mit muss. Und ja, hilft mir immer, also wenn ihr ein Abo und ein Like hier lasst und am liebsten noch ein Glöckchen und einen Kommentar, alles, dann hilft mir das am meisten weiter und dann können wir auch mehr von diesen Videos machen. Ich sage jetzt schon mal Dankeschön und ich bin raus. Der Marc. Tschüss.